Studierenden. Ja. Manche Noten solltet ihr persönlich absolut nehmen. Es wäre so schön, wenn wir noch ein bisschen Geld hätten. Aber ich befürchte, jetzt im nächsten Schuljahr müssen wir ja weiter ausbauen. Ne? Sonst können wir ja gar nicht... Also wir verdienen nicht gut Geld, das ist nicht gut. 40.000 kostet das Gebäude hier. Generell müsste man dann auch die Uni noch ein bisschen umgestalten. Das Personal wird gebeten, sich um die Studierenden, dass die Räume groß genug sind, ne, dass hier diese Eventbereiche mit reinkommen und so weiter. Das ist. Aber es ist halt wie immer, ne, du brauchst Geld. Ohne Geld kommst du nicht weiter. Und das hier verstehe ich zum Beispiel überhaupt nicht. Wir haben doch jetzt genug Assistenten, die für die Bibliothek zuständig sind. Dass man zum Beispiel dann sagt, okay, wir machen eine größere Bibliothek in Zentrallage. Oder zwei große, zentral gelegene Bibliotheken. Wir könnten natürlich auch irgendwann mal dazu übergehen und sagen, okay, das hier ist der Fachbereich Kochen. Und dann ist das eben eine für Kochen ausgelegte Bibliothek. Kann ja ein bisschen kleiner sein, dass man eine Zentralbibliothek hat und mehrere kleine. Aber dafür brauchen wir halt Geld. Ne? Da kommen wir nicht drum herum. Studierende werden gebeten, sich nicht bitten lassen zu müssen. Das ist kein Gewinn. So, mal wieder Froschregen, alles klar. Aber ich meine, Wissenschaftslabor Prestigestufe 5. Das Ding kostet 25.000, ist die Kohle weg? Ich habe kürzlich ein Wochenende in einem Luxushotel auf Pebbly Island verbracht, einer wunderschönen Ecke unseres an Ecken so reichen Countys. Ich weiß, was Sie jetzt denken. Ricky hat sich aber verändert. Und Sie haben recht. Neulich geriet ich sogar mit meinem Spiegelbild aneinander und fragte, redest du mit mir? Du laberst mich an? Kein Witz. Das kenne ich. Das Studienjahr ist fast zu Ende. Nur, falls ihr es nicht bemerkt habt. Kriegen wir das noch ein bisschen aufgewertet? Denn hier ist alles mit Kudosch und so weiter. Das ist, aber wir müssen ja irgendwie weiterkommen. Nee. Mit den vorhandenen Bordmitteln. Das können wir ja hinterher alles nochmal neu machen. Das ist ja nicht das Problem. Dass wir jetzt irgendwie mal hier ein bisschen weiterkommen. Der Sommer bietet Zeit zum Entspannen und um sich auf das nächste Jahr vorzubereiten. Mal eben Pause, ich will das mal eben fertig machen. Ne? Weitermachen. Also wir haben auf jeden Fall keinen verwiesen, keiner durchgefallen, keiner Durchfall, das ist gut. Kein Abbrecher, also ne, 10 Abschlüsse, 70 bleiben im Studium. Das macht einen ganz guten Eindruck. Ne, hier kriegen wir ein bisschen Geld, hoffe ich. 20.000 plus, sehr gut.
Ja, jetzt muss ich erstmal wieder denken, wo war ich denn? Dass wir das Zimmer nochmal schnell Stufe 7 kriegen. Was hiermit erreicht ist, genau. Das heißt, wir müssten, ihr seht, ne, jetzt müssen wir nämlich wieder... So, monatlicher Gewinn, 19.000, das ist gut. Hier haben wir nichts verdient. Ja, SZ-Party. Forschungsstation benötigt. Noch eine? Ja, wenn du mehrere brauchst, dann bauen wir auch mehrere da rein. Wir können ja auch gucken, dass das Ding mal eben noch Prestige 7 wird. Ich meine, da ist ja was Teures drin. Machen wir einfach hier weiter. Geht ja richtig ab, wa? Jetzt neu in Crumleys Studentensortiment. Instant-Auflauf. Lust auf eine warme Mahlzeit, aber keine Zeit zum Kochen? Komm schon! Mit Crumleys neuem Instant-Auflauf zauberst du mit nur etwas Wasser ein Gericht, das fast ein Auflauf sein könnte. Das fast ein Auflauf sein könnte. Genau wie bei Muttern. Aha. Kann das sein, dass die aus ihrem Spiel gelernt haben und sagen, wenn du ständig dieselben Poster verwendest, ist das schlecht? Ich weiß nicht, frag für einen Freund. So, alles klar. Genieß den Sommer, das habe ich jedenfalls vor. Also wir brauchen noch ein Wissenschaftslabor, wir brauchen noch eine herzhafte Küche. Wurde veröffentlicht. Für Daumenrücken ist es jetzt. Haben wir noch irgendwo Platz für sowas? Nee, ne? Das heißt, wir müssen ja noch ein Gebäude kaufen. Die herzhafte Küche kriegen wir eventuell da rein. Jemand, wo habe ich denn die Türen gebaut? Fehler beheben, ja. Für 42.000, alles klar. Dann hätten wir das erste Problem gelöst. Wir haben kein Geld, wir brauchen also jetzt noch ein neues Gebäude. Wir brauchen drei herzhafte Küchen. Ja, wir brauchen Geld. Es ist nicht euer Jahr. Es ist einfach nur. Was bedeutet das hier? Ich muss das erfüllen, ne? Ich komme gar nicht drum rum. Ach du Scheiße. Ja, dann weiß ich auch nicht. Das sieht schlecht aus. Nun zu den Nachrichten und der heutigen Top-Story. Wieder erlangte vertrauliche Regierungsdokumente als Aufschnitt entlarvt. Schade, aber immerhin ein salziger Silberstreif am Horizont. Mangelnde Cybersicherheit erträgt man mit einem leckeren Stück Schinken doch gleich viel leichter. Studiengebühren werden womöglich zum Finanzieren von Personalboni genutzt.
Ja, jetzt müssen wir noch Geld für eine herzhafte Küche haben. Ich kann keine Kredite mehr aufnehmen. Das war schlecht. Überleg mal, wie viel Schulden wir haben. Klar, wir machen kaum noch Gewinn. Studierende werden gebeten, keine Fragen zu stellen. Was kostet das Ding denn? Eieieiei, das wird aber knapp, Kinders. Ist das so schwer? Im Januar brauche ich die herzhafte Küche. Ja, ja. Ach, bis dahin ist schön. Ja, ich würde ja auch mal vergrößern und so, aber das geht ja nicht. Guck mal jetzt. Wie viele Studenten haben wir jetzt? 109. So langsam wird das eng in den Zimmern, ne? Was für ein Song. Wäre ich musikalischer, würde ich mitnicken, bis mir die Ohren ja abfallen. Allerdings wäre ich dann taub. Das ist richtig. Wussten Sie, dass ich auch für die Gefühle anderer taub bin? Für mich gibt es eben nur einen Takt. Den Ricky-Takt. Ist das okay, ein bisschen nervös zu werden? Was meint ihr? Es geht mir jetzt erstmal gar nicht um die drei Sterne, sondern es geht mir darum, die Campus-Herausforderung so zu, ne, dass wir Kredite loswerden, dass wir so genug Geld haben, dass wir denen genug Partyräume bzw. Zimmer anbieten können. Pflegehinweis: Pflanzen brauchen Wasser. Schon vergessen? Ich meine, das ist natürlich okay. 22.000 Gewinnen habe ich nichts gegen. Das können wir jetzt jeden Tag machen. Aha. Nur was kostet der Raum? 42.000. Herzhafte Küche, nicht süße Küche. Das ist herzhafte Küche, den brauche ich. Ja, der ist ja auch viel billiger. Der passt aber hier nicht rein. Der passt hier auch nicht hin. Na komm, wir bauen den erstmal nur hin. Das ist, damit wir hier, weißt du? So, was braucht ihr denn? Mikroskope nötig. Zu teuer. Können wir uns denn ein Event leisten? Ja doch, im November machen wir das Event. Komm. Eieieiei. 150 für das Mikroskop. Das würde ich auch gerne nutzen, ehrlich, dass die mal ein bisschen Bildung hier kriegen. Aber, also es ist schon knackig. Ist das was Leckeres? Oh ja, das könnte ich jetzt mal essen. Tatsächlich auch schon wieder ein bisschen Appetit. Ja, ich weiß, ihr braucht ein Mikroskop. Die Uni hat kein Geld, sorry. Ja? Nein, das Hühnchen sollte innen nicht rosa sein. Nee, besser nicht.
Da will ich den eigentlich nicht haben, ne? Hier macht das auch keinen Sinn. Dann haben wir noch ein Nachhilfezimmer. Wir machen auf jeden Fall Gewinn, ist gut. Aber Kudosch, die Kudosch fehlen. Was war denn wegen dem Promi-Koch-Duell nochmal notwendig? Studiengang. Achso, Stufe 5. Ja, also gut. Okay, dann verabschieden wir uns erstmal hier von Stufe 3. Aber vielleicht haben wir ja Chancen und verdienen jetzt einfach ein bisschen Geld. Ein neuer Trend fegt wie ein Buschfeuer durch unsere Jugend. Beim Cheesy-Mampf-Kampf geht es darum, wie viele Cheesy-Gabbins sie sich in ihre Mäuler stopfen können. Ich finde solche Wettkämpfe ja eine wunderbare Sache. Sie bringen uns zusammen und füllen unsere Münder mit Käse. Guck mal, Carsten, schließe 3 Aufgaben ab hier. So, das bedeutet aber auch, dass wir jetzt das Mikroskop holen. Zu teuer. 16.000, alles klar. Und das muss ja auch noch in so einen Raum reinpassen, das ist ja noch viel schlimmer. Häufige ja. Fragen. Dein Essen ist kalt, weil der Ofen nicht an war. Das heißt, das Ding wird ein bisschen vergrößert, wenn wir denn das Geld haben. In diesem Semester gibt es keine Party, glaube ich. Partys können wir uns erst leisten, wenn wir Geld haben. Wir müssen an vielen Stellen Dinge tun. Das sind scheiß Studien, ja. Ja, die tut mir leid. Das alles klar. Nahrungskette nehmen wir wieder dran teil. Bilanz ist in Ordnung. Mikroskop benötigt. Weil das ist Bildung, das kann man immer gebrauchen. Das passt hier rein. Und wir haben so viele Wissenschaftsbereiche, wo man das reinlegen kann. Da müssen sie sich das richtige Zimmer nehmen. So, hier haben wir wieder ein bisschen Geld verdient. Sehr gut. Wieder 100. 250. Ja, dafür brauchen wir eine Bühne. Bühne. Dafür bräuchten wir... Was ist denn das? Studentenzimmer. Studierendenzimmer. 20.000. Wir haben einfach nicht genug Geld. Das ist, so gern ich euch das alles geben würde, aber wir haben nicht genug Geld. Sorry. Unsere Produzenten wollen mich heute erst nach Hause lassen, wenn ich den Cheesy-Mampf-Kampf gemacht habe. Also dann los mit der Musik und ran an den Käse. So, komm. 15, 16, 16 Stück. Und wie viele schaffen Sie, liebe Zuhörer? Nie genug. Ich bin Ricky Hawthorne und sage für heute Cheese. Bibliothek benötigt Assistent. Also wir haben jetzt 3 Assistenten für Bibliothek, oder? Das müsste aber mal langsam reichen. Gibt's jetzt Weihnachtsgeld?